Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit auch zum Vlog der Social Movie Night von Massive Talent. Ich bin jetzt hier mitten am Alexanderplatz, stehe schon vorm Kino. Ich muss sagen, hier ist eine irre Schlange, so früh hätte ich die Leute nicht erwartet. Jetzt gleich ist Einlass und dann in einer Stunde beginnt das Bühnenprogramm und eine halbe Stunde später beginnt dann der Film. Und ich bin gespannt, wie es wird. Also wie gesagt, mitten am Alexanderplatz und da ist auch schon das Kino und die Schlange ist riesig. Aber es gibt auf jeden Fall viele Straßenbahnen zu sehen. Ihr wisst ja, Straßenbahn ist echt das beste Verkehrsmittel. So, die Schlange arbeitet so weiter nach vorne und ich bin schon gleich dran und dann geht's rein. So, hier haben wir schon das Filmplakat. Pedro Pascal ist natürlich auch mit dabei. Da ist schon ein Aufsteller. Ich freue mich auf den Film. So, und da hinten ist er, himself, Robert Hoffmann. Und wir gehen jetzt ins Kino. So, gerade da hinten wird Robert noch ein Foto gemacht. Und jetzt geht's wieder zurück in den Saal. Film beginnt gleich, beziehungsweise Bühnenprogramm beginnt gleich. Und da will ich natürlich nicht zu spät kommen. So, Pepsi am Start. Popcorn. Es kann losgehen. Gleich geht das Bühnenprogramm los. Ich freue mich schon. Hier im Kino in diesem Jahr. Dieses Mal diese Woche im Kino. Ja, deswegen, das ist ja natürlich komplett was anderes. Exzentrisch gelebt hat. Der Typ hatte irgendwie ein Dutzend Immobilien, der hat eine Insel auf den Bahamas, der hat sich in Deutschland ein Schloss gekauft, muss es wieder verkaufen, hatte ein verfluchtes Haus, was später Leonardo DiCaprio gekauft hat, von einer Massenmörderin. Super skurriler Typ. Der hatte eine Villa an Rolls Royces, an Flugzeugen, war ständig pleite und seit Anfang dieses Jahres hat er keine Steuerschulden mehr. Also, und wenn jemand da noch hat, ist der Beste. Wirklich, er war am Wochenende beim Geburtstag meiner Frau zum 30. Geburtstag und der hat Stimmung gemacht. Der hat an meinem Quiz, was auf der Bühne stattfindet, gewonnen. Wenn man den, wenn man beim Quiz gewinnt, dann ist man der Master, kann man sich nennen, und wird zur nächsten Social Movie Night wieder eingeladen. Auch wenn ihr in Wien meinetwegen wohnt und wir machen eine in Hamburg. Ja, dann sorgen wir dafür, dass man eingeflogen, eingefahren wird. Und deswegen haben wir einen Social Movie Night Master, der heute sein Ticket verteidigt. Und das ist ein bisschen wie Friedstämmer, da habe ich die ganze Zeit meine Stimme ein bisschen später. Und jetzt kommst du, Patrice. Ja, okay. Wie heißt denn eigentlich nochmal unser Master? Leute. Wie? Oh Gott. Lukas, glaube ich, war. Lukas? Lukas, mach dir den doch runtergekommen. Ist er da? Ist er da? Oh, ist er da? Luca, jetzt geht das Ende weg. Ist das so schlimm? Du hast ja schließlich einen Job. Das ist mehr als die meisten. Ja, Applaus noch, ne? Jetzt geht's weg. Jetzt ist nichts. So, wir wollen mal eine Sache klarstellen. Wir haben vorneweg angekündigt, dass Martin Kessler die deutsche Synchronstimme von Nicolas Cage heute hier wäre. So war das auch bis vor 48 Stunden angedacht. Und dann erreicht uns eine Nachricht von ihm, dass er, Willi, korrigiere mich, im Atelier als Synchronregisseur, er kommt nicht raus heute und konnte, weil es Umstrukturierungsplanungen gab, konnte er, musste am Leute vertreten, konnte er nicht hier sein. Uns allen einen tollen Abend gewünscht, er wäre sehr gerne hier gewesen. Das tut uns leid. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Na, wir können ihn hassen, ist okay. Wir hätten es gerne gehabt. Nächstes Mal bringen wir andere coole Synchronsprecher mit. Ja, die sollten wir nicht ersetzbar machen. Er konnte leider nicht. Es tut ihm wirklich sehr leid. Das ist ein wirklich sehr cooler Typ. Ich durfte ihn ein paar Mal treffen und nehmen. Und seine Stimme ist ganz, ganz besonders. Kennt man auch als die von Vin Diesel beispielsweise und vielen anderen. Er entschuldigt sich. Aber dann können wir früher mit dem Film anfangen. Sind wir ehrlich? Geht schlimmer. Geht schlimmer. Also, bleibt ruhig der ersten Erfahrung auch treu. Kriegt uns auch gerne weiter, beziehungsweise daran gewöhnt. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Felix. Danke schön. So, ich bin jetzt aus dem Film draußen. Ich muss sagen, der Film war überraschend. Hat mir eigentlich im Großen und Ganzen gut gefallen. Filmkritik wird es vielleicht noch geben. Und ja, war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, hier bei der Social Movie Night dabei gewesen zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.